Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 10.1 Wiederholung Binomialverteilung. Erinnert ihr euch noch an die Videos vor den Ferien? Ja, ich habe mir damals so ein Häschen gegönnt. Hier ist es nochmal. Und der Tein, der war immer ein bisschen neidisch auf mein Häschen. Und ich habe jetzt gehört, er will sich gleich zwei Häschen gönnen. Ja, werde ich mir auch, damit ich endlich mal mithalten kann. Aber ich möchte mir die nicht einfach kaufen, sondern wenn ich schon Häschen mir besorge, dann will ich sie gewinnen. Und zwar folgendermaßen. Ein Glücksrad wird dreimal gedreht. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei Häschen gewinnt. Also mit Zahl sozusagen für dreimal drehen. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei zwei Häschen bekommt? Ah, so sieht also Ihr Glücksrad aus. Das ganz heißt, genau. In ein Viertel aller Fälle gewinnen Sie dann ein Häschen. Richtig. Okay, da kann man ganz einfach einen Wahrscheinlichkeitsbaum zeichnen. Das könnten Sie auch mal machen können, oder? Ja, zum Beispiel, man könnte so anfangen. Man überlegt sich, es gäbe zwei Möglichkeiten beim ersten Mal drehen. Entweder man gewinnt sofort ein Häschen oder man gewinnt kein Häschen. Ja gut, das dreht man aber dreimal. Das heißt, wir müssen den Baum auch größer machen. Haben Sie dran gedacht? Ja, natürlich habe ich da dran gedacht. Was glauben Sie denn? Genau so. So ist richtig natürlich. So, diese Zeile hier ist das erste Mal drehen. Diese Zeile ist das zweite Mal drehen. Und diese Zeile ist das dritte Mal drehen. Okay, dann überlegen wir uns einfach mal, in welchen Fällen Sie zwei Häschen gewinnen. Gut, schauen wir mal durch. Von links her. Gut. Der erste Fall halt, wo zwei dieser grünen Haars sind. Also hier kein Häschen. Hier. Genau. Im ersten drehen kein Häschen, aber im zweiten und dritten drehen ein Häschen. Also in diesem Fall hier. Okay. Und dann noch, wo sind noch zwei Haars? Also da gibt es nichts mehr. Hier gewinnt man im ersten Fall schon ein Häschen, im zweiten keinen mehr. Der wäre nichts. Aber hier gewinnt man noch ein Häschen. Ja. Das heißt, hier sind zwei Häschen. Und wo so. Noch? Wo noch? Schauen wir her. Häschen beim ersten, Häschen beim zweiten, dann darf es beim dritten kein geben, man will ja zwei gewinnen, dann ist hier keiner, also hier. Diese drei Fälle wären sozusagen, dass ich bei dreimal drehen zwei Häschen gewinne. Okay, das heißt, wir müssen ja nur die Wahrscheinlichkeit in diesen drei Fällen berechnen und die zusammen addieren. Vielleicht kriegt das sogar ihr noch hin. Ja, probiert es mal, wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir nehmen mal den allerersten Pfad, bei dem das Ergebnis passt. Die Wahrscheinlichkeit, beim ersten Drehen kein Häschen zu haben, das wäre sozusagen in diesem Feld zu landen, ist 3/4. 3/4. Mal der Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Drehen ein Häschen zu haben, das wäre 1/4. Mal der Wahrscheinlichkeit, beim dritten Drehen ein Häschen zu haben, das wäre wieder 1/4. Also das rote hier, 3/4 mal 1/4 mal 1/4, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass diese Variante hier eintrifft. Gut, und der blaue Pfad, da gewinnt man erst ein Häschen, die Wahrscheinlichkeit 1/4. Dann verliert man, gewinnt keins, mal 3/4. Dann gewinnt man wieder eins, mal 1/4. Gut, und als letzte Möglichkeit, man gewinnt eins, man gewinnt noch eins und dann beim dritten gewinnt man keins. Das wäre das hier. Gut, und ihr seht, in jedem Summand steckt einmal 3/4 und zweimal 1/4. Das heißt, man kann das auch zusammenfassen zu dreimal, Klammer auf, 1/4, Klammer zu, hoch 2. Mal 3/4. So, das Ganze kann man jetzt auch einfach ausrechnen und dann sollte man auf 0,1406 oder 14,06% kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das Ganze mache, dass ich zwei Häschen gewinne und endlich mehr Häschen als der Fähnrich habe, wäre gerade mal 14%. Das ist nicht so toll. Ja, das ist sehr gering. Übrigens, diese Formel, die da unten steht, dieses 3 mal 1/4 hoch 2 mal 3/4, auf die kann man auch direkt kommen, wenn man sich noch an die Bernoulli-Formel erinnert. Wir haben die Bernoulli-Formel auch mal hingeschrieben. P, Klammer auf, x gleich 2. Also x ist im Endeffekt der Gewinn, dass man zweimal gewinnt. X zählt sozusagen immer die Anzahl der Gewinne. Das ist diese sogenannte Zufallsvariable. X gleich 2 heißt 2 Gewinne. X gleich 3 wären 3 Gewinne. X gleich 1 wäre 1 Gewinn. Und dann ist gleich, dann kommt dieser komische Binomialkoeffizient. 3 über 2, so spricht man den, 3 über 2. Das gibt die Anzahl der Pfade an, dass man bei dreifacher Durchführung zweimal gewinnt. Bei uns war das sozusagen dieser Pfad und dieser Pfad, also drei Stück. 3 über 2 ergibt also als Ergebnis 3. Damit es nicht so verwirrend ist, machen wir mal ein anderes Beispiel. Was wäre denn der Binomialkoeffizient 3 über 3? 3 über 3 würde heißen, bei dreimaliger Durchführung dreimal gewinnen. Das heißt, es wäre nur dieser eine Pfad hier, da gewinne ich dreimal. Das heißt, 3 über 3 wäre 1, ein Pfad. Richtig, sehr gut. Noch ein Beispiel. Was wäre 3 über 1? 3 über 1 heißt, bei dreimaliger Durchführung gewinne ich ein Häschen. Das wäre, schauen wir uns mal an,
hier. Okay, 1. Das wäre hier. 2. Und das wäre hier. Genau, also 3 über 1 wäre auch dann 3. Gut, also was ihr aufpassen müsst, hier niemals hier einen Bruchstrich reinschreiben. Das ist nämlich kein Bruch, sondern Binomialkoeffizient. Und das Ganze bitte nicht mit einem Vektor verwechseln. Das sieht nahezu genauso aus, ist aber keiner. So, wie geht die Formel weiter? Danach kommt die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, also hier in dem Fall 1/4, das Ganze in Klammern, hoch 2, weil wir ja zweimal gewinnen müssen. Das ist die Zahl von hier vorne. Genau. Und dann? Dann kommt die Wahrscheinlichkeit, nicht zu gewinnen, also dieses 3/4 hoch, und jetzt muss man aufpassen, die gesamte Anzahl an Versuchen, die man macht, das wären 3-mal, wir haben ja 3-mal gedreht, minus der Anzahl Gewinne, die wir hier vorne haben, also 3 minus 2 hoch 1, 3/4 hoch 1, und das entspricht genau dem, was wir hier geschrieben haben. So, und mit Hilfe dieser Bernoulli-Formel können wir jetzt auch deutlich schwierigere Aufgaben bearbeiten, wo wir vielleicht deutlich öfter ziehen als gerade eben. Und ein Baumdiagramm für 3 Versuche zu zeichnen, okay, wenn es dann mal 7, 8, 9, 10 werden, hat man irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und das macht man dann mit dieser Bernoulli-Formel. So, eine ganze Vielzahl von Begriffen, über die wir jetzt sprechen sollten. Und zwar der sogenannte Bernoulli-Versuch. Das ist ein Zufallversuch, bei dem es genau 2 Ausgänge gibt. Die bezeichnen wir als Treffer oder Niete, also kein Treffer. Die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu haben, ist klein p. Und entsprechend ist dann die Wahrscheinlichkeit, eine Niete zu haben, 1 minus p. Einfach daher, es gibt nur 2 mögliche Ausgänge. Wenn die Wahrscheinlichkeit, den einen zu haben, p ist, dann bleibt für die andere sozusagen nur noch der Rest bis zu 1. Und das wäre 1 minus p. Gut, und wenn man so einen Bernoulli-Versuch mehrmals hintereinander macht, dann spricht man von einer Bernoulli-Kette. Das ist also eine n-mal unabhängige Durchführung eines Bernoulli-Versuchs. Unabhängig heißt, dass sich die Wahrscheinlichkeit von einer Durchführung zur anderen nicht ändert. Gut, dann die Zufallsvariable x, die zählt sozusagen, wie viele Treffer man bei einer Bernoulli-Kette hat. Also wenn man 10-mal durchführt und man möchte 5 Treffer, dann wäre x gleich 5. Wir schauen uns das nach einer Aufgabe auch noch genauer an. Dann gibt es die berühmte Bernoulli-Formel, die berechnet die Wahrscheinlichkeit groß P für R-Treffer bei ebenso einer Bernoulli-Kette der Länge n. Diese Wahrscheinlichkeit groß P berechnet man dann mit x gleich, also für x gleich R, also dass die Anzahl der Treffer R sind, mit dem Binomialkoeffizient n über R mal der Wahrscheinlichkeit für einen Treffer, klein p, hoch die Anzahl der Treffer R, mal die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p hoch die Anzahl der Gegentreffer, sozusagen n minus r. Gut, dieser eben genannte Binomialkoeffizient n über r ist nochmal zur Erinnerung die Anzahl der Pfade bei n Durchführungen mit r Treffern. Der also sagt, wie oft kommt dieser Pfad im Baumdiagramm vor. Und diese 5 Begriffe sind im Endeffekt, so wie Englisch-Vokabeln, sind das Mathe-Vokabeln. Die muss man einfach wirklich auswendig lernen. Dann könnte man darüber ja eigentlich auch so eine Art Mathe-Vokabeltest schreiben, oder? Ja, aber ein Mathe-Vokabeltest, wer macht denn sowas? Die Idee ist gar nicht so schlecht. Bevor wir mit den Aufgaben beginnen, kommt ein wichtiger Hinweis noch, damit ihr nicht verwirrt seid. Und zwar wurde gerade im Aufschrieb für die Anzahl der Treffer ein kleines R benutzt. Es kann aber auch Fälle geben in Aufgabenstellungen, auch bei uns im Buch oder wenn wir mal eine Aufgabe machen, wo statt dem kleinen R ein kleines K steht. Also entweder N über K oder N über R. Lasst euch davon bitte nicht verwirren, beides hat Gültigkeit. Kommen wir zu einer Aufgabe. Berechne die Wahrscheinlichkeit bei 20-maligen Würfeln. Jetzt kommen da einige Teilaufgaben und die haben alle gemeinsam, dass es immer um die Augenzahl 6 geht. Was sagt uns das? Ja, wenn ich einmal den Würfel würfel und ich gucke nur an, ob ich eine 6 würfel oder keine 6 würfel, ist ein Bernoulli-Versuch. Treffer oder kein Treffer? Ja, das mache ich 20-mal und da sich die Wahrscheinlichkeit vom Würfel nicht ändert, ist es eine Bernoulli-Kette. Also können wir auch unsere eben besprochene Bernoulli-Formel anwenden. Eine Sache ist wichtig, wenn wir das machen, muss folgender Satz grundsätzlich vor die Aufgabe geschrieben werden. Immer. So, erst schreiben wir hin, was unsere Zufallsvariable x ist. In dem Fall die Anzahl der Sechsen. Wie schon besprochen, ist unsere Zufallsvariable x binomial verteilt mit n 20, weil wir 20 mal würfeln, und p gleich 1/6.
Weil die Trefferwahrscheinlichkeit, dass man eine 6 trifft, ein Sechstel ist. Gut, dann gehen wir direkt mal zur Teilaufgabe A. Es sollen genau 7 Sechsen geworfen werden. Also suchen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unsere Zufallsvariable 7 wird. Genau. Und die Bernoulli-Formel, die habt ihr vorhin kennengelernt, die schreibt ihr jetzt mal hin und setzt dabei genau die Werte ein, die hier stehen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir müssen erstmal entscheiden, wie viele Fälle das überhaupt sind, die das betrifft. Wenn wir ein Baumdiagramm zeichnen würden, das macht unser Binomialkoeffizient 20 über 7. Dann multiplizieren wir das mit der Trefferwahrscheinlichkeit hoch 7, da es ja 7 Sechsen sein sollen. Und dann nochmal der Nicht-Trefferwahrscheinlichkeit, also der Misserfolgswahrscheinlichkeit, die wären 5 Sechstel hoch 13. Das könnten wir jetzt alles Schritt für Schritt im WTR ausrechnen. Wenn wir auch wüssten, wie wir den Binomialkoeffizienten machen, müssen wir aber nicht, denn die komplette Formel, so wie sie ist, ist im WTR eingespeichert. Genau, und wir haben hier unseren WTR auch. Wir gehen das Statistikmenü, also einfach auf Second drücken und dann auf Data. Und hier eins nach rechts. Und dann gehen wir hier runter auf Binomial PDF, also die 4. Drücken Enter. Gehen auf Single, noch Enter. Und jetzt können wir hier die einzelnen Parameter eingeben. N war bei uns 20, geben wir 20 ein. Klicken auf Enter. P, die Trefferwahrscheinlichkeit, war bei uns ein Sechstel, so 1. Dann hier das Bruchzeichen und dann die 6, ein Sechstel. Wieder Enter. Und unsere Zufallsvariable X, die soll in unserem Fall 7 sein. Also drücken wir auf die 7. Jetzt nochmal Enter. Und jetzt soll das berechnen. Nochmal Enter. Und dann haben wir hier als Wert 0,02588. Das können wir runden auf 4 Stellen hinter dem Komma, also 0,0259. Gut, das heißt also im Endeffekt, wir müssen diese Formel, wenn wir den WTR zur Verfügung haben, gar nicht anwenden, sondern nur wissen, was ist N, was ist P, was ist unser X. Dann kommen wir zur Teilaufgabe B. Da geht es jetzt darum, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass es höchstens 5 Sechsen werden. Also nicht mehr genau wie oben, sondern jetzt höchstens. Was heißt es? Gut, höchstens heißt, dass die Zufallsvariable x kleiner gleich 5 sind. Oder ist. Gut, was steckt jetzt in kleiner gleich 5 alles drin? Gut, überlegen wir mal. 0 Sechsen, ja, können wir werfen. Das steckt auf jeden Fall drin. Also p von x gleich 0 plus... Das könnt ihr jetzt mal überlegen, wie viel geht das weiter? Schreibt die Einzelwahrscheinlichkeiten mal hin. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, ihr solltet darauf gekommen sein, dass wir die Summe brauchen bis p von x gleich 5. Wir machen etwas schreibfaul, haben die Zwischending weggelassen. Die könntet ihr jetzt alle von Hand ausrechnen, also mit dem WTR, notieren oder darin speichern und dann aufsummieren. Das ist aber sehr, sehr anstrengend und müßig und passieren bestimmt irgendwelche Rundungsfehler. Da ist das Schöne, die Formel, die man braucht, dass alle gleich aufsummiert werden, ist auch direkt im WTR eingespeichert. Also er kann direkt ausrechnen, p von x kleiner gleich irgendein Wert, und zwar folgendermaßen. Im WTR gehen wir wieder ins Statistikmenü, wenn wir nicht schon drin sind. Ich gehe jetzt nochmal rein, also auf Second und Data. Dann wieder eins rüber. Wieder hier runter bis zum Binomial, aber jetzt nicht Binomial PDF, sondern eins drunter, Binomial CDF, also die 5. Wieder Enter, wieder Single. Und jetzt genauso wie vorher, erst gebe ich N ein, 20, das ist noch von vorher drin. Die Trefferwahrscheinlichkeit P ist auch noch von vorher drin, ein Sechstel. Und jetzt soll er sozusagen aufsummieren bis 5, also mache ich hier eine 5 rein. Drück Enter, soll es berechnen, nochmal Enter. Und er sagt mir hier, der Wert ist 0,89815, gerundet auf 4 Stellen, 0,8982. Gut, und das wären die beiden zentralen Fälle. Die beiden kann unser WTR ausrechnen. Jetzt kommen noch weitere Teilaufgaben. Da kommen keine weiteren Formeln mehr im WTR, sondern da müssen wir unser Hirn ein bisschen benutzen. Kommen wir zum Aufgabenteil C. Mindestens 5 Sechsen. Was heißt das jetzt? Gut, es ist wieder mit der Wahrscheinlichkeit auszudrücken. Also P von X und jetzt mindestens, das heißt größer gleich 5, weil es ja 5 Sechsen sind, oder mehr. Okay, du hast gerade schon gesagt, 5 Sechsen oder mehr, also wäre drin p von x gleich 5. Das ist drin. Genau. Und p von x gleich 6 wäre auch drin. Und so weiter. Und da sehen wir schon, das wird eine ganze Weile gehen, nämlich so lange, bis wir p von x gleich 20 erreichen. Unser letzter Wert sozusagen.
Genau, das wäre jetzt relativ viel, das einzeln auszurechnen. Und wie gesagt, unser Taschenrechner hat dafür keine Formel. Das heißt, wir müssen das irgendwie auf p von x kleiner gleich zurückführen, weil das kann unser Taschenrechner. Das heißt, wir können mit der Gegenwahrscheinlichkeit arbeiten. Welche Fälle sind hier denn nicht drin? Also nicht drin wären 0, 1, 2, 3 und 4. Genau, das ist nicht drin. Das ist das Gegenereignis. Also können wir die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis jetzt berechnen durch 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Gegenereignis. Also 1 minus p von x kleiner gleich 4. Richtig, denn zusammen müssen die ja wieder 1 geben, kennen wir ja schon. Mhm. Gut, das p von x kleiner gleich 4, das kann man jetzt im WTR berechnen. Problem ist aber, man muss den Wert ja noch von 1 abziehen. Und wie das geht, zeigen wir euch jetzt. So, ich gehe im Taschenrechner wieder ins Statistikmenü, also Second Data, das kennen wir schon. So, hier wieder 1 nach rechts. Und jetzt will ich ja dieses p von x kleiner gleich 4 berechnen. Also bin im Lineal CDF, auf Enter, Single. N ist immer noch 20, klein p ist ein Sechstel und mein x ist jetzt 4. Enter, wieder Enter, damit das berechnet. Jetzt habe ich hier meinen Wert, aber ich muss ja 1 minus diesen Wert machen. Deswegen kann ich es hier auch storen in der Variable, also in der Variable speichern. Ich speichere es hier mal in der Variable y, drücke hier auf Enter. So, jetzt gehe ich aus dem ganzen Menü raus mit Quit. Und jetzt schreibe ich das rein, also 1 minus, und jetzt brauche ich die Variable y. Das geht hier über recall, also second und diese Taste. Und jetzt gehe ich auf mein y. Da wird der Wert auch angezeigt. Da könnt ihr gucken, ist das der gerade gewesen ist, sonst ist irgendwas mit dem Speichern schiefgelaufen. Genau, ihr seht auch, der ist sehr genau, bis auf hier die siebte oder achte Stelle hinter dem Komma. Ich drücke auf Enter. Und jetzt nochmal auf Enter, damit das berechnet. Krieg raus 0,23125, gerundet auf 4 Stellen, 0,2313. Gut, und so konnten wir also mit der gleichen Funktion und ein bisschen Nachdenken mit dem Gegenereignis auch das berechnen. Dann kommen wir noch zur Teilaufgabe D. Da werden wir auch sehen, müssen wir auch wieder ein bisschen tricksen, denn es geht um mindestens 3 und höchstens 11. Erstmal, was heißt es mit dem P von Schreibweise? Genau, also meine Zufallsvariable X, die soll also größer sein als 3, beziehungsweise größer gleich als 3, also 3 kleiner gleich X, so kann man das aufschreiben. Damit steht ja mein X größer gleich 3 da. Mhm. Und höchstens 11, also kleiner gleich 11. Gut, jetzt ist die Frage, klar, man könnte das jetzt auch wieder nehmen und sagen, okay, wir haben p von x gleich 3, p von x gleich 4, p von x gleich 5 hochsummiert, wir wissen aber schon, so wollen wir das nicht machen. Jetzt muss wieder irgendeinen Trick geben. Was wissen wir denn mit Sicherheit, was auf jeden Fall drin sein müsste? Also gut, p von x kleiner gleich 11 muss auf jeden Fall drin sein, das können wir auch ganz leicht ein paar Schneider berechnen. Also das schreiben wir auf jeden Fall mal hin. Okay, da haben wir jetzt aber irgendein Problem mit, denn da stecken jetzt alle Wahrscheinlichkeiten drin. Bis zur 11 ist okay, weil ab der 12 soll es draußen sein, aber da stecken doch auch welche drin, die gar nicht drin sein sollen, nämlich welche? Ja, die, dass meine Zufallsvariable entweder 0 ist oder 1 oder 2. Ja, und die sind nämlich ausgeschlossen, weil das heißt ja, x ist größer gleich 3. Also müssen wir diese Wahrscheinlichkeiten von dem p von x kleiner gleich 11 abziehen. Die müssen raus aus dieser Menge. Also wir schreiben hin, minus p von x kleiner gleich 2. Denn da steckt die 2 drin, die 1 drin und die 0 drin. Gut, und diese beiden Werte, die können wir im WTR berechnen und dann voneinander abziehen. Das läuft jetzt auch wieder so, dass ihr erst den einen berechnet, in eine Variable speichert, dann den anderen berechnet, in die andere Variable speichert. Das macht ihr mal und wir zeigen euch dann nochmal, wie man die bereits gespeicherten Werte aus den Variablen voneinander subtrahiert. Und zwar in 3, 2, 1. So, wir hoffen, es hat geklappt, dass jetzt beide Werte in Variablen reingespeichert sind. Wir zeigen nochmal, wie man die Variablen abruft. Gut, ich habe die in der Variable y und z gespeichert. Ich tue die jetzt wieder abrufen, also ich gehe auf Second und diese Taste hier für Recall. Und wir sehen auch, y ist die größere und z die kleinere. Also ich mache y minus und jetzt wieder Second und diese Taste für Recall, die kleinere z und drücke auf Enter. Es kommt raus 0,67132, also gerundet 0,67113. So, wichtig wäre auf jeden Fall, dass ihr wirklich die Speicherfunktion nutzt, nicht die Werte irgendwie ausrechnen und gerundet an den Rand schreiben. Da wird garantiert der Wert am Ende nicht ganz hinhauen. Und wichtig für euch auch, immer wenn ihr ein WTR benutzt, schreibt über das Ist-Gleich-Zeichen drüber, dass ihr WTR benutzt habt.
Also bei der D schreiben wir das hier auch drüber. Und bei der C schreiben wir das auch da drüber. Dann wissen wir nämlich, ab der Stelle habt ihr das, was hier steht, in den WTR eingetippt. Und ihr müsst nicht noch erklären, was ihr sozusagen getan habt. Das heißt, wir haben zwei Funktionen im WTR benutzt, nämlich Binomial PD bei der A und die Binomial CDF bei der B, C und bei der D. Gut, kommen wir zu E. Wie viele Sechsen erwartet man im Schnitt? Im Schnitt heißt, man braucht hier den Erwartungswert unserer Zufallsvariable, also E von X. Und da gibt es das Schöne bei Bernoulli-Versuchen, gibt es da eine Formel, eine ganz leichte Formel, die ist einfach N mal P. Warum ist die logisch? Na, wir überlegen mal, wir werfen 6 mal, da wäre N gleich 6, mal der Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel kriegen wir erwartungsgemäß eine 6 oder man sagt, man wirft 600 mal, mal 1 Sechstel, das wären dann 100 Sechsen und so ungefähr mit Dreh würde man noch erwarten bei 600 mal werfen. Also es haut hin, die Formel. Das heißt, hier ist es ganz einfach zu berechnen. Wir rechnen einfach 20 mal 1 Sechstel. Gut, es sind 20 Sechstel, können wir gleich kürzen, sind 10 Drittel. Gut, das schreiben wir jetzt mal als Dezimalzahl hin, dann kann man sich besser vorstellen, wie viel das ist. Das ist eine von denen, die man eigentlich auswendig wissen sollte. Eigentlich. Gut, ich weiß, es ist 3,3, aber jetzt habe ich ein Problem. Also ich kann ja entweder 3 Sechsen werfen oder 4. Wie viel erwarte ich denn jetzt im Schnitt? 3 oder 4? Ja, das kann man jetzt aufgrund dieses Wertes nicht sagen, auch nicht, weil es die 0,3 näher liegt, sondern man muss in diesem Fall jetzt einfach hergehen und sagen, okay, ich rechne jetzt P von x gleich 3 und P von x gleich 4 aus und schaue, welche von diesen Wahrscheinlichkeiten ist größer. Das könnt ihr jetzt machen, selber mit dem WTR. Achtung, es ist wieder P von x gleich, also Binomial PDF. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Gut, wir haben die Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. P von x gleich 3 ist 0,2379. P von x gleich 4 ist ungefähr 0,2022. Also wir sehen ganz klar, diese Wahrscheinlichkeit ist größer. Das heißt, man kann hinschreiben, im Schnitt erwartet man 3 Sechsen. Okay, dann, damit wäre diese Aufgabe jetzt geklärt. Ihr habt gesehen, die Schwierigkeit ist hier jetzt eigentlich nicht, diese Bernoulli-Formel anzuwenden. Das kann uns der WTR machen. Man braucht nur N, P und eben K. Die Schwierigkeit liegt daran zu überlegen, okay, wie bekomme ich meine Aufgabenstellung an den Punkt, wo ich mit dem WTR arbeiten kann. Und das üben wir auch zusammen in der Stunde. Bis dann. Ciao. Thank you.